Mehrsprachiges Kinderbuchkino in Rumpersdorf. Mehrsprachige Bildung hat positive Auswirkungen auf Gedächtnisleistung, Kreativität und Flexibilität. Unterstützt den Erwerb weiterer Sprachen, stellt eine persönliche Bereicherung dar, bietet mehr berufliche Chancen im In- und Ausland und ist ein wichtiger Teil der burgenländischen Identität. Gemäß mehr Sprachen, mehr Chancen, ein zukunftsorientiertes Angebot, ist das Burgenland ein Musterbeispiel für gelebte Integration im Bereich der Volksgruppen. Mehrsprachige Bildungseinrichtungen ermöglichen es den Kindern, spielerisch, spontan, unbewusst und voller Freude die Sprachen unseres Bundeslandes zu verinnerlichen. Dieses Ziel verfolgen etliche Kindergärten, Volksschulen und Vereine des Burgenlandes, wie auch das UMIS, das Ungarische Medien- und Informationszentrum in Unterwart, das sich am Dienstag, den 14. Juni 2022, auf den Weg nach Schachendorf und Rumpersdorf machte, um ihren kroatischen Freunden einen Besuch abzustatten. Im Rahmen eines bunten, interaktiven Vormittages wurden hierbei zwei Bilderbuchkinos abgehalten, zu denen der Kindergarten Schachendorf, kroatisch Čojta, ungarisch Čojta, und der Kindergarten Rumpersdorf, Rupišće, auf kroatisch Rumpo oder auf ungarisch, sowie die Volksschule Weiden bei Rechnitz, kroatisch Bandol, ungarisch Rakočaš, eingeladen wurden. Dieses Video beinhaltet Aufnahmen des Kindergartens Rumpersdorf. Der alterserweiterte Kindergarten Rumpersdorf befindet sich in einem wunderschönen, großzügig angelegten Gebäude, an dessen Garten auch eine Pferdekoppel anschließt. Dies fanden auch die Volksschulkinder von Weiden bei Rechnitz, die an diesem Tag wieder das Transitionsprojekt Kindergarten-Volksschule durchführten, toll. Es war ein perfekter Einstieg zur Geschichte »Gehen wir reiten«, die von Frau Direktor Elfriede Art auf Burgenland-Kroatisch vorgelesen wurde. Den deutschen Part übernahm Katharina Rovas, Djönje Binder assistierte bei beiden Lesungen. Nach einem flotten Ritt mit den Steckenpferden lernten die Kinder das Werk der Käfer Jakob kennen. Diesmal las Kindergartenleiterin Andrea Brunner. Zugegen waren auch Michaela Eberhardt und Petra Hödel. Es wurden viele Begriffe rund um den Wald, wie zum Beispiel Pilz, Wildschwein, Fuchs etc. und die Wiese, wie etwa Käfer, Blume und so weiter, sowie der Zahlenraum 1 bis 10 spielerisch erarbeitet. Im Anschluss ans Bilderbuchkino erhielten die Kinder ein Eis und das UMIS for Kids Team konnte mit den Pädagogen noch Gespräche über die gelebte Volksgruppenarbeit führen.